Okay, ihr bekommt ja auch übrigens noch eine Pflegeanleitung für den Allerwertesten mit dabei. Ich weiß gar nicht, steht das überall auf dem Toilettenpapier? Habe ich noch nie drauf geachtet. Naja, egal. Hallo Mädels. Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute mal wieder ein Haul für euch. Ja, ich war mal wieder shoppen, ne? Ja. Ist mal wieder einiges geworden, deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und ja, lasst uns beginnen. Wir fangen zuerst mal mit den beiden großen Sachen an. Ne? Da habe ich einmal Küchenrolle von Saugstark und Sicher. Küchentücher Limited Edition und ja, ihr wisst das, ne? Irgendwo, wo Limited Edition draufsteht oder wo Muster drauf sind, das muss man erst da haben, auf jeden Fall. Das ist jetzt hier in so einem 50s Design mit Kirschen und sowas und ja, macht sich ganz gut. Sind halt nur Tücher, aber ja, was soll ich sagen, ne? Ich habe halt die Macke. Genauso wie beim Toilettenpapier, da habe ich auch zu einer Limited Edition diesmal gegriffen. Und zwar ist das, ja, keine Ahnung, was das für eine ist. Hier sind irgendwie so Vögel drauf und ja, pink und grün und ja, halt sowas, ne, in der Art. Zur optimalen Pflege empfehlen wir erst trockenes, dann feuchtes und abschließend wieder trockenes, sanft und sicher Toilettenpapier zu verwenden. Okay. Dann machen wir direkt weiter mit dem ja, Haushaltszeug, ne, für die, die nur Haushalt interessiert. Beziehungsweise nicht nur Haushalt, sondern auch Tee und sowas. Ne. Ihr wisst, dass ich das halt alles so immer zusammen habe. Und da fangen wir als erstes mal mit einem Produkt an. Ja, das nennt sich Geschenkpapier. Ne? Wer hätte es gedacht? Mit Blumen drauf. Hat den Hintergrund, dass ich und die Kinder eingeladen worden sind. Im Juli. Zu einem Geburtstag von einer ganz lieben Person hier, die ich hier kennengelernt habe. Und ja, dafür brauchte ich Geschenkpapier, weil ich hatte keins mehr. Und deswegen, ja, durfte einmal das mit. Falls du das hier sehen wirst, Liebes, ja, wahrscheinlich, dann weißt du schon mal, in was dein Geschenk eingepackt wird, ne? In was für ein Papier, ja. Dann habe ich mitgenommen wieder meine Kosmetiktücher und zwar direkt dreimal, ja. Was soll ich dazu sagen, Leute? Mir gefiel einfach das Design. Also ich finde das einfach super schön. Hier auch mit diesen Tinten fast drauf und ja, mit Briefen und Blümchen und Rosé und hier oben und hast du nicht gesehen und hier steht Love drauf und ja, ihr wisst es, ne? Man kriegt mich mit sowas und ich finde die einfach total toll. Ich fand die einfach total toll vom Design und deswegen durften dreimal Kosmetiktücher mit. So, dann machen wir mal wirklich weiter mit Haushalt. Und zwar habe ich einmal mitgenommen. Ja, die waren richtig arschteuer, kann ich euch sagen. 9 Euro. Aber, ja, hat den Hintergrund. Ich habe euch ja gesagt, dass ich mit den Spülmaschinen-Tabs nicht mehr so zufrieden bin von Denkmit. Ich habe jetzt aktuell noch welche von Denkmit. Die haben auch ja, so eine Folie, die sich auflöst. Aber auch da muss ich sagen, es ist nicht so das Gelbe vom Ei. Und deswegen habe ich mich heute mal dazu entschieden, die finde ich original zu holen, weil ich ja auch den ja, Maschinenpfleger und alles davon habe und damit super zufrieden bin. Und ich bin echt gespannt, ob die ja wirklich so viel besser sind. Hier sind, das ist so ein Sparpack, deswegen habe ich auch dazu gegriffen. Hat wie gesagt 8 Euro gekostet. Und es ist irgendwie, ja, ihr seht das, ne? In Deutschland Design zum WM irgendwie passend, gibt es ja jetzt überall, ne? Und ja, das sind die All-in-One, kraftvolle Reinigung und ja, kein Auspacken dank wasserlöslicher Folie. Ihr wisst, ich mag die am liebsten, ne? Ist auch so ein Spiel von mir. Und ja, die werden ja auch von führenden Geschirrspülmaschinenherstellern, mein Gott, was für ein schweres Wort, empfohlen. Und unter anderem auch, ja, wir haben eine Bosch und unter anderem auch von Bosch, ne, steht hier drauf, steht da oben auf der Klappe drauf. Und wie gesagt, ich bin mit den Pflegeprodukten von Finnich super zufrieden, mit dem Salz, mit dem Klarspüler und mit dem Maschinenpfleger. Und deswegen dachte ich mir, komm, beißt du mal in den sauren Apfel und ja, kaufst mal die. Ich werde euch auf jeden Fall wissen lassen, spätestens im nächsten aufgebraucht, ob dies die, ob es die denn bringen. Zweimal mit meine Allzwecktücher, meine feuchten, und zwar einmal in der Geruchsrichtung pure Frische, das sind die blauen, und einmal Apfelblüte. Ja, hat den Hintergrund, ich habe die Spring Blossom, die Limited Edition, die gefiel mir relativ gut, muss ich sagen. Leider gibt es die aber nicht mehr, die gab es halt nur in dieser Putzmunter Edition. Und ja, die Limette Basilikum, die aktuellen, die es halt immer gibt jetzt im Sommer, die, ja, die gefallen mir nicht so gut. Ich habe die noch hier, aber der Duft ist nicht so der Brüller, muss ich sagen, und deswegen ja, bin ich auf die Altbewährten umgestiegen, sozusagen. Dann habe ich hier einmal Handschuhe, und zwar die schwarzen. Einmal Handschuhe, latexfrei, schwarz, ja, Mittelgröße. Ja, normalerweise habe ich immer die großen, aber die schwarzen gibt es irgendwie nicht in groß. Und da meine Kinder ja auch ab und zu mitschnibbeln, ne, und die Hände von denen ja nicht so groß sind und mir die mittleren auch passen, also so ist es nicht,
habe ich jetzt die mitgenommen, weil ich halt die schwarzen auch lieber mag irgendwie. Ich weiß auch nicht, das ist auch so ein Spleen von mir, weil die weißen, ihr wisst, ich arbeite im OP, ne, die erinnern mich irgendwie immer an meine OP-Handschuhe. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich... Nein, gut, wir führen das jetzt nicht weiter an dieser Stelle. Wie gesagt, einmal Handschuhe für die Küche und ja, plus Haare färben und so weiter. Dann durfte auch wieder mit meinen Mein Frosch Spiritus Glasreiniger in der Nachfüllpackung, ja, kennt ihr auch, ne, mittlerweile von mir. Dann habe ich hier noch ein Froschprodukt, das ist ein neues, das habe ich mal auf Empfehlung von euch hingekauft. Und zwar ist es der Himbeer-Essig WC-Reiniger. Ja, ich hatte schon mal den gelben, den Zitrone, da war ich nicht so zufrieden mit, aber da habt ihr gesagt, der bringt es echt und ja, wenn ihr das sagt, ne, probiere ich das gerne mal aus. Ja, der riecht ein bisschen streng, finde ich. Also man riecht schon Himbeer, aber Essig auf jeden Fall. Ich meine, Essig ist ja auch nicht schlecht, ne, um sauber zu machen. Von daher, ja, probieren wir es mal aus. Der war jetzt auch nicht so teuer und gucken wir mal, ob der dann meine WC-Ente, meine heißgeliebte, ablöst. Ich werde euch auch das wissen lassen, ne, im Aufgebraucht, wie immer. Ja, dann haben wir hier noch mehr Toilettenpapier und zwar das Feuchte von Sanft und Sicher Deluxe Kaschmir. Ja, das Beste meiner Meinung nach. Ich habe das Kamille gehabt, das war gar nicht gut und das ist schön weich. Fürs Popöchen und ja, macht alles schön sauber. Tolles Thema heute hier, ne? Ja, springen wir mal zu einem anderen Produkt und zwar für mein Fridolin habe ich wieder Febreze K Frühlingserwachen. Das habe ich auch aktuell drin, das Grüne und das mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe das, ich kann ohne die Teile nicht mehr leben, bin ich ehrlich. Klingt total theatralisch, ne? Ich kann ohne die Teile nicht mehr leben. Ja, aber es ist wirklich so, ne? Weil ich merke das. Wenn die leer sind und ich habe keins im Auto, dann stinkt mein Auto. Das ist echt komplett bescheuert. Aber ja, wie gesagt, ich mag die, ich schwöre da drauf. Und Duftbäumchen und sowas gehen für mich gar nicht, habe ich schon mehrmals gesagt. Und von daher dürfen die immer wieder mit. Noch ein, ja, Dufti Eleganti und zwar von Profissimo Raumduft Lemongrass. Ja, ich habe ja normalerweise mal das von Rossmann, ne? Das, was ich euch zeige von Domol, aber ich war heute nicht bei Rossmann, weil ich war heute nur bei DM. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, nimmst du so ein neues mit, weil mein Sohn das leider weggeschmissen hat. Ja, ich habe es ihm gesagt, packst du in die Spülmaschine, um das Glas mal zu säubern, ne? Ich hatte halt so eins vom Aldi, wo ich halt die Stäbchen immer, wo ich Nachfüllpack reingesteckt habe und ja, er hat es weggeschmissen. Ganz toll. Und deswegen habe ich mir jetzt ein neues gekauft. Hauptsächlich wegen dem Glas, wie gesagt. Bin mal gespannt, wie das ist. Ich habe hier, kann man ja so dran reiben, ne? Ja, Lemongrass geht eigentlich immer, finde ich. Und von daher. Wir lassen uns überraschen, wie das funktioniert. Dann habe ich hier noch mehr für die Spülmaschine. Und zwar ebenfalls von Finish. Den Maschinentiefenreiniger. Tiefenentfernung von verstecktem Kalk und Fett hat den Hintergrund. Ja, ich habe ja diese Tabs, die ihr reinschmeißt, die sind auch nicht schlecht, aber im Moment merke ich doch, dass meine Spülmaschine so ein bisschen kränkelt, obwohl sie noch gar nicht so alt ist. Und ja, da wollte ich ihr mal was Gutes tun und da habe ich mir hier für, ja, den Zitrone, habe ich mir, für den Zitrone habe ich mich entschieden. So, machen wir mal weiter. Waschmittel, ja, da habe ich wieder das von Denk mitgeholt. Und zwar diesmal nur das für die weiße Wäsche bzw. das Vollwaschmittel, weil ja, ich habe nicht so viel Buntes, also nicht so viel Knallbuntes, ne? Und ich finde einfach, das riecht noch einen Ticken besser als das Color-Waschmittel und deswegen verwende ich das einfach häufiger und deswegen durfte das hier wieder mit. Noch mehr für die Spülmaschine, ja, auch wieder so ein Dufti, ne? Ebenfalls von Finish. Ihr seht, das zieht sich durch, ein roter Faden bei mir. Und zwar ist es das Deo Scent Control mit, was ist denn da, Zitrus und Limette. Und ich finde, das ist das Beste. Gibt es auch noch ein Blau. Schmeckt, das schmeckt. Das riecht auch nicht schlecht, aber das bringt es echt. Ja, und noch mehr Dufti habe ich hier von Airwick Pure für meinen elektrischen Raum-Dingsterbumster. Ich hatte ja das Blaue, was ich euch gezeigt habe, in meinem letzten Aufgebrauch. Das, verlinke ich euch mal da oben, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Und ja, das, da habe ich ja Hustenanfälle von bekommen. Und aktuell habe ich das drin und das riecht echt gut. Und deswegen habe ich mir jetzt auch den Duo-Pack direkt geholt, weil das ja ein bisschen günstiger war, ne? Wie ihr euch vorstellen könnt. Und das ist mit 5 ätherischen Ölen, belebend, Orange und Grapefruit. Und das riecht echt gut. Das ist nicht zu streng und ihr kriegt keine Hustenkrämpfe davon. Und ja, kann ich also wirklich empfehlen. So, und last but not least haben wir hier noch... wenn ich es rauskriege... Dreimal Tee. Ja, ihr wisst das, ne? Tee ist bei uns, geht immer. Und zwar einmal die spanische Orange, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Dann habe ich nochmal nachgekocht den persischen Granatapfel. Den habe ich auch letztens kalt getrunken und der schmeckt auch richtig, richtig gut, kann ich euch sagen. Und dann einmal zum Ausprobieren den fruchtigen Apfel mit Vitamin C. Ja, den habe ich noch nie da gesehen, muss ich sagen. Den hatten wir anscheinend neu.
Und dann habe ich mir den auch mal mitgenommen, weil ja, ich hatte so die Assoziation Apfelschorle, ne? Und vielleicht kann man da ja auch irgendwie was Kaltes draus machen. Ich werde mal gucken, werde es euch dann wissen lassen, wenn ihr sie dann im Aufgebraucht sehen solltet. Ja, was ja relativ schnell geht bei uns, ne? Ihr wisst, Tee geht immer. So, das war's vom Haushaltskrempel und jetzt machen wir weiter mit ja, dem sonstigen Krempel, ne? Und dann habe ich hier noch ein bisschen ja, Kleinkram drin, das zeige ich euch dann auch noch. Aber zum Schluss, wir fangen mal an, ganz unspektakulär mit meinen Slip-Einlagen. Ich finde, das sind die besten, die ich bisher getestet habe. Viele sagen, die von Yessa, die Eigenmarke von DM tut's auch, aber ich finde, die sind besser. Die sind übrigens mit frische Duft und ja, die sind schön dick, weil ich mag es nicht, wenn Slip-Einlagen so dünn sind, weil diese ja, Ritzenfeger, ne, alias Tangas, trage ich nicht, bin ich ehrlich. Bin ich zu alt und zu schwer für wahrscheinlich, das sieht auch nicht gut aus bei mir, also ne, kein Kopfkino an dieser Stelle, aber ja, die finde ich gut für normale Slips und von daher kaufe ich die immer wieder nach. Dann ebenfalls zur Damenhygiene, beziehungsweise zweimal. Ich hole immer den Sparpack davon. Ja, die Always Ultra Normalen mit Flügeln. Auch ganz große Empfehlung von mir. Also weiter mit Rasiergel. Und zwar habe ich hier wieder von Balea Peach Love. Das ist so eine Limited Edition. Ja, habe ich aktuell auch in der Dusche stehen und finde ich ganz gut. Deswegen habe ich mir das jetzt nochmal nachgekauft. Heute ist echt witzig hier, ne? Ja. Muss auch mal sein. Als nächstes habe ich dann wieder was für meine Kontaktlinsen. Und zwar habe ich diesmal was anderes, weil die hatten mein anderes, also mein ursprüngliches nicht da. Deswegen habe ich jetzt hier zur Kombilösung mit Hyaluron gegriffen. Ist auch zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren. Ja, mit Feuchtigkeitsspender, Speicher zusätzlich. Und ich bin mal gespannt. Ich habe ja immer sehr trockene Augen, ne? Durch die Kontaktlinsen halt. Logischerweise. Und von daher, ja, gucken wir mal, ob es das bringt. So, dann habe ich für meinen Schatz wieder mitgenommen seinen Rasierschaum. Und zwar ebenfalls von Balea Man. Fresh Rasierschaum, ja, mit Cooling Komplex, den liebt er über alles und den benutzt er immer und von daher duftet er auch wieder zweimal mit. Jetzt habe ich hier ein Platzproblem. So. Ebenfalls für ihn habe ich mitgenommen, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das zweite davon hier. Ja, ihr seht es schon, ne? Sein Haarschaum, Schaumfestiger von Taft Ultra, der extra starke in Haltstufe 4, oder wie man das nennt. Ja, braucht er immer, um seine Frise da oben zu bändigen und den liebt er genauso. Ich habe mir auch was für die Haare mitgenommen und zwar ein Produkt, ja, da muss ich sagen, das habe ich schon so, so oft bei euch gesehen und ich habe immer wieder gedacht, jetzt kaufst du es dir und dann stand ich wieder davon und dachte so, hm, ja, es ist ja nicht ganz günstig, ne. Das ist zum einen und zum anderen habe ich es auch immer wieder vergessen, bin ich ehrlich und letztens habe ich es nochmal in einem Video gesehen und dachte mir so, jetzt, beim nächsten Mal holst du es dir und zwar ist es die Maui-Serie, ja, die halten ja auch ganz, ganz viele hier in die Kamera und ich habe jetzt hier natürlich die Variante für Thick and Curly Hair geholt, also für Locken, ne, und ja, das ist mit Kokosnussöl. Ich mag das ja, ne, um meine Haare zu kuren, aber der Geruch ist ja so ein bisschen und ich habe daran gerochen und ja, es riecht nach Kokos, aber ja, die Papaya kommt auch ein bisschen durch und ich hoffe einfach, dass der Duft nicht so im Haar bleibt. Ich habe mir erstmal nur den Conditioner geholt, weil Shampoo, da greife ich meistens zu Silbershampoos und Anti-Schuppen-Shampoo, weil ich halt so ein bisschen mit juckender Kopfhaut zu tun habe. Und ja, von daher dufte nur der Concealer. Conditioner mit. Und ja, diese Milch, ich habe noch so viel Lockencreme und von daher habe ich mir gedacht, ne? Tut's ja auch für 9 Euro und von daher. Ja, dufte einmal hier der Conditioner mit. Auch hier werde ich euch wissen lassen, wie ich den finde. Ja, dann habe ich als nächstes ein Produkt, das habe ich auch so oft schon bei euch gesehen und jedes Mal dachte ich mir so, soll ich es ausprobieren. Und jetzt gestern habe ich mich mit einer Arbeitskollegin unterhalten, ja, und sie sagte mir, sie nimmt das auch und sie ist super, super zufrieden damit und deswegen dachte ich mir, jetzt komm, jetzt guckst du mal, wie das ist. Und zwar habe ich mir mitgenommen hier einmal das Darf Original, ja, mit dem dunkelblauen Deckel. Miss Curly Jen hatte das auch schon öfters in die Kamera gehalten oder hält es immer in die Kamera, ne? Das ist ihr absolutes Lieblingsdeo. Sie liebt diese Darf-Deos und gerade hier das mit dem blauen Deckel. Und ja, von daher, probiere ich das jetzt auch mal aus und sag euch dann, ja, wie ich das so finde. Dann durften einmal mit obligatorisch Wattestäbchen. Ja, die sind ja jetzt neu, ne? Mit umweltfreundlichem Papierschaft, habe ich hier gelesen. Sind auch gerade direkt ein bisschen teurer geworden, die Drecksäcke, auf Deutsch gesagt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die sind. Viele sagen ja, die mögen die nicht, weil die so abknicken, aber... Naja, ich brauche halt Wattestäbchen auch nicht unbedingt, um mir in den Ohren damit rumzupulen, sondern ja, wirklich nur, um meine Mascara zu entfernen. Und da werden die vielleicht reichen, weiß ich nicht. Und vor allen Dingen steht auch hier, ne, wichtig, nicht in den Gehörgang einführen. Ja, wofür sollen Wattestäbchen dann bitte sonst sein? Also das habe ich so als Kind gelernt, ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ja, für mich waren Wattestäbchen immer dazu da, um die Ohren damit sauber zu machen. Aber hier steht explizit drauf, nicht in den Gehörgang einführen.
Ja, was soll uns das wohl sagen? Gut, wie gesagt, einmal Wattestäbchen von Ebelin zum Nachfüllen. Ja, dann habe ich eben gesagt, ne, ich habe Geschenkpapier gekauft und ja, dann habe ich hier auch noch das passende Geschenkband geholt. Also siehst du jetzt auch noch, welches Geschenkband du kriegst, beziehungsweise eins von den dreien. Ne? Du kannst mir auch gerne sagen, welche Farbe du haben willst, kannst du jetzt aussuchen. An dieser Stelle, ja, ich mag das ganz gerne. Ich liebe es, Geschenke zu verpacken und liebevoll zu verpacken und ja, dass man sieht, dass man sich Mühe gegeben hat und mit Herz was gemacht hat. Ich finde, das ist einfach wichtig und das ist für mich, also für mich persönlich, wenn ich ein Geschenk bekomme, ist es noch ein bisschen wichtiger als der Inhalt. Bin ich ehrlich, wenn was schön verpackt ist mit viel Mühe und Liebe. Und von daher, ja, durften auch Schleifenbänder mit, weil ich habe zwar noch Schleifenbänder, aber die passen halt nicht zu diesem Papier, ne? Ja, ich habe den Spleen. So, und dann habe ich noch was für die Kids mitgenommen, beziehungsweise sie haben sich was mitgenommen. Und zwar das Schaumbad von Saubär in Brombeeren. Ja. Die sind mittlerweile auf diese Bäder umgestiegen. Ich hatte euch das in meinem letzten Rossmann-Hall gesagt, wo ich war, dass sie sich das Drachenbad da mitgenommen hatten. Und ja, sie sind jetzt mittlerweile auch auf den Trip angekommen, dass sie sagen, ja, wir holen uns ab und zu mal so ein Tütchen, ne, so wie ich das mache. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir baden gehen, nehmen wir Badeschaum. Und ja, deswegen durfte halt der mit, weil der von Rossmann fast leer ist. Und ja, den fanden sie am besten mit den Brombeeren. Und von daher, einmal Saubär. Und das Letzte, was ich mir mitgenommen habe, ja, und das habe ich mir mitgenommen, um mich so ein bisschen zu überlisten, bin ich ehrlich, ist hier dieses Handmus Blütenzauber mit Avocadoöl und Aloe Vera von Balea. Das ist so ein, ja, Mus halt für die Hände und ich habe das nicht aufgemacht, ich habe da nicht dran gerochen. Das holen wir jetzt mal nach, ja, das ist so eine Creme und ja, wir könnten das ja mal austesten, ne? Ich mache das mal auf und dann gebe ich mir mal so ein bisschen was hier hin. Hat übrigens den, ah, das ist okay, das ist, ich dachte, das wäre so ein Schaum, ne? Aber das ist schon so eine Creme. Hat auf jeden Fall den Hintergrund, warum ich mich für so einen Pumpspender entschieden habe. Den kann ich nämlich dann ans Waschbecken stellen, weil ich habe echt Probleme mit meinen Händen, ne? Ihr seht das immer in meinen Videos und es nervt mich kolossal, kann ich euch sagen. Und ich vergesse es aber immer einzucremen. Ich habe es mir schon ans Bett gelegt, habe mir schon um den Schminktisch gestellt und überall habe ich Handcremes stehen, wirklich in dieser Wohnung. Und ich schaffe es nicht, eine einzige zu benutzen. Und ja, das ist jetzt sozusagen meine letzte Hoffnung, wenn man das so sagen kann, mir den neben meiner Handwaschseife zu stellen, einfach ans Waschbecken. Und ja, dass ich dann halt nach dem Händewaschen, wo die Hände dann sowieso trocken sind, na, dass ich dann halt Dreckcreme. Wir werden sehen, ob das was bringt. Dann haben wir hier zweimal Zahnbürsten. Die haben sich auch meine Jungs mitgenommen. Diesmal die von Dr. Best. Ja, da war so eine Extreme Clean Zahnpasta, so eine Gratisprobe dabei. Bin ich mal gespannt, wie die sind. Sie haben ja bis jetzt die von Oral-B immer, diese elektrischen. Und jetzt haben sie sich halt die mitgenommen. Und ja, mal schauen. Und dann durften noch ein paar Sachen für die Mama mit. Und zwar einmal eine Augencreme. Die habe ich gesehen, jetzt muss ich überlegen, weil ich gucke sie noch nicht so lange. Ich glaube, Amelies bunte Welt heißt sie. Und ja, die habe ich vor ein paar Tagen entdeckt hier auf YouTube und finde die total toll, die Frau. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall hat sie diese Augencreme vorgestellt und hat gesagt, die wäre so wie die Klinik All About Eyes. Also wir hatten so ein bisschen geschrieben danach und sie sagte, die kommt der so ein bisschen nah. Hat aber dann nicht die scheiß Inhaltsstoffe, ne? Worüber ich mich schon so oft aufgeregt habe. Und weil, ja, das ist Naturkosmetik. Das ist übrigens die Marke Nonique, habe ich noch nie was von gehabt. Die war auch nicht so teuer. Mit 6 Euro finde ich für eine Augencreme, finde ich jetzt vollkommen in Ordnung. Und die ist mit Biogranatapfel und Hyaluronkomplex. Ja. Soll gegen Augenschatten wirken, hat sie gesagt. Gegen Augen, ja, Säcke. Augensäcke. Tränensäcke. Augensäcke. Ist klar, Vanessa. Und ja, ich bin gespannt, wie die ist. Wie gesagt, ist Naturkosmetik und dementsprechend hoffe ich einfach, dass da nicht so viel Scheiße drin ist, wie in der Klinik-Creme. Und sie ist auch um einiges günstiger, ist vegan. Ja, von daher gehe ich mal davon aus, dass da keine Sachen wie Mikroplastik oder sowas drin sind. Ich weiß es jetzt nicht. Ich gucke mal gerade. Könnte ich ja gleich mal durch Codecheck jagen. Ja, genau, hätte ich vielleicht mal vorher tun sollen, ne? Aber ist egal. Auf jeden Fall, ja, die kommt hier in so einer Tube, wie es halt die von Alverde, der Augentrost, ne? Die habe ich ja auch geliebt, aber die gibt es ja leider nicht mehr. Ja, wie immer. Und ja, wir testen die mal aus. Sie lässt sich relativ gut verteilen auf der Hand und riecht, ja, ganz, ganz dezent. Also fast gar nicht, ist aber auch, ja, nicht schlimm, muss ich sagen. Augencreme muss jetzt nicht riechen wie so ein ganzer Parfümladen, finde ich. Und von daher, ja, bin ich gespannt, werde die ausprobieren und werde euch das dann auch wissen lassen.
So, und dann war ich mal wieder böse, ne? Es durften drei dekorative Produkte mit. Und zwar einmal, da werdet ihr mich jetzt für bekloppt erklären, weil das ist absolut out of my comfort zone, diese Farbe, habe ich mir nochmal so einen Catrice-Lidschatten mitgenommen. Ich hatte euch ja gesagt in meinem Livestream, glaube ich, bei Instagram, dass ich die so toll finde. Und ja, ich finde es auch gut, dass man die jetzt in diese Paletten packen kann, weil ja, diese Fännchen hier, ich mache euch das mal raus, die könnt ihr rausnehmen und dann könnt ihr die so in die Paletten packen. Ihr seht schon, ne, welche Farbe das ist, ja. Aber ich fand die so geil. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, was mich ja geritten hat, Mädels. Aber ich habe die gesehen und dachte so, boah, ist die geil. Ja, wir swatchen die mal. Ist übrigens die Farbe Blue Butter 180. Ja, wie gesagt, ist eigentlich so gar nicht meins, ne? Aber ja, ihr habt es ja auch an meinem Flieder-Make-up gesehen, ne? Was ich euch mal da oben verlinke. Da habe ich ja auch nicht mitgerechnet, dass das meins ist. Und ja, das ist der Farbton. Und ich bin echt mal gespannt, wie ich den finden werde auf meinem Auge. Wir machen weiter mit einem Produkt. Ja, das ist nicht ganz so dekorativ, aber es ist halt auch nicht Pflege. Ja, das ist ein Lippenöl, ne? Und zwar habe ich das geholt, weil ich fand das total witzig. Und selbst die Frau an der Kasse bei DM hat gesagt, was ist denn das? Habe ich ja noch gar nicht gesehen, ne? Und zwar ist es, wie gesagt, ein Lippenöl von P2 aus der Bloggers Lovelies LE BFF Edition. Keine Ahnung. Mit Kornblumen sollen da drin sein. Und ich halte euch das jetzt mal näher ran. Und zeig euch das. Ich hoffe, der fängt das ein. Ja, da habt ihr halt solche Blumen drin. Ja, seht ihr, ne? Hoffe ich. Und ja, das ist ein Lippenöl. Und an dieser Kappe befindet sich eine Metallkugel. Genau. Und das soll schön kühlen. Und ich meine, gesehen habe ich das bei Alida vom Kanal Family for Life. Ich meine, sie hatte das in ihrer DM-Haul-Challenge gezeigt. Steinigt mich bitte nicht, Mädels, falls ich es nicht richtig liege oder Alida. Ich gucke wirklich so viele Videos, da komme ich langsam durcheinander, bin ich ganz, ganz ehrlich. Und ja, ich habe das auf jeden Fall irgendwo gesehen, dass er so, das ist interessant. Oder war es bei Quiet Maddie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe es irgendwo gesehen und fand es interessant. Und jetzt habe ich es heute in meinem DM gesehen und dachte so, ja komm, nimmst du mit. Ne? Das kam auf, ich glaube, 2,95 oder so. Und Lippenöl geht eigentlich immer. Warum geht jetzt meine Nase zu? Ja, man weiß es nicht, egal. Auf jeden Fall, ja, Lippenöl geht immer und mit den Blumen da drin. Fand ich irgendwie interessant. Ja, und das letzte jetzt nochmal ein Produkt von NYX nach langer, langer Zeit. Und zwar ist es die Eyeshadow Base. Da habe ich auch schon so viel von euch gehört jetzt, dass die echt gut sein soll. Bin eigentlich mit dem Gedanken dahin, mir dieses Love Fixing Spray zu holen, wovon viele hier schwärmen. Aber das hatten sie nicht. Also wir hatten gar keine Love-Theke bei uns. Weil ich war in einem anderen DM, der ein bisschen weiter weg ist, weil wir haben hier im Moment Schützenfest bei uns und ja, da ist alles gesperrt da hinten. Und ja, da musste ich halt in einen anderen DM fahren und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn du das von Lauf nicht hast, ne, wie das halt so ist, dann nimmst du dir die Eyeshadow Base mit. Die stand auch auf meiner Wunschliste schon länger. Und zwar ist die High Definition Eyeshadow Base von NYX, wie gesagt. Und die sind ja hier ja, noch so verpflastert, ne? Was ich an sich auch ganz gut finde, wenn ich, ja, sorry Mädels, ich habe, wie gesagt, keine Nägel und muss das jetzt mit den Zähnen machen. Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch alles mit den Zähnen aufmacht, wenn ihr es nicht mit den Händen aufbekommt. Ja, ist so eine ganz schlichte schwarze Tube. Aber viele sagen, wie gesagt, die ist gut, weil die auch so ein bisschen gefärbt ist. Kommt natürlich hier mit so einem Applikator, ne? Das finde ich immer ganz, ganz toll, das wisst ihr. Und ja, wir tragen uns die mal auf. Die soll halt so ein bisschen gefärbt sein und auch so, ja, Rötungen, nicht Rötungen, wie sagt man, Augen, ja, die Äderchen auf den Augen kaschieren, genau. Und ja, so sieht die aus. Sieht ihr kaum, ne? Die ist halt so ein bisschen rosig, die soll auch den Lidschatten so ein bisschen intensivieren und ja, alles, was man so braucht, ne? Und verlangt von der Eyeshadow Base und von daher. Ich habe jetzt alle meine aufgebraucht, bis auf die von Urban Decay. Die habe ich noch, die ganz alte, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, gönnst du dir nach langer Zeit mal wieder eine neue? Und das war's von meinem Haul. Ihr habt gesehen, es war eine ganze, ganze Menge Zeug. Ich hoffe, ich kriege das echt hin, dass ich euch das in einigermaßen kurzes Video verpackt kriege. Deswegen habe ich auch gar nicht großartig drumherum gequatscht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß beim Zusehen und ja, wie ich mich ein bisschen blamiert habe, ne, auch das muss ab und zu sein. Ja, Mädels, und wenn ihr mich noch nicht kennen solltet an dieser Stelle, dann ja, könnt ihr das ganz, ganz schnell nachholen. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, das könnt ihr hier machen, glaube ich. Ich vertue mich immer mit den Seiten, da oder da auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, macht es euch fein und ja, wir sehen uns. Tschüss!